Moin zusammen, herzlich willkommen. Ich bin die Leckschnitte und ja, heute, ihr könnt es oben schon erkennen, heute installieren wir uns einmal Xpension. Eigentlich war ja geplant, dass ich erstmal ja, so ein paar Custom Places auf dem Server errichte, aber ich habe dann irgendwann ein Video über den aktuellen oder den neuen Xpension Market, man sieht ihn hier unten, gesehen und war dann echt angefixt. Ich hatte früher auch schon mal Xpension installiert gehabt, da gab es dieses Core etc., das gab es so in der Form noch nicht und habe gesagt, so komm, ich ziehe das einfach mal vor und ich denke, es gibt genügende, die auch einmal ja, sich DayZ Xpension installieren wollen und wenn man es einfach nur mal testet, so ist es mein Vorhaben jetzt erstmal und damit ich natürlich alle, beziehungsweise gehen wir mal durch, was wir hier sehen. Also hier oben Always Required, was wir brauchen ist das Community Framework, Check, das haben wir eh installiert. DF ist ein Debs Framework, das ist auch noch gar nicht mal so alt. Das wird aber definitiv benötigt. Da greift quasi eins dieser anderen Pakete dann drauf zu und verwendet Inhalte dieses Frameworks. So kann man sich das vorstellen. So, dann ich wähle den linken Weg. Ich will also das komplette Package installieren. Und hierzu gibt es eine Mod DayZ Xpension Bundle. Includes, hier steht schon einmal Core, Xpension als solches, Book, Market, Xpension Name Tags und die eigenen Vehicles. Ich brauche Community Online Tools. Das ist quasi auch ein Admin-Tool. Mal ganz gut, dann könnt ihr jetzt mal das Pendant zu dem VPP sehen, obwohl ich das VPP eigentlich priorisiere. Ich wüsste auch nicht, wenn ich das jetzt hier final auf den Server installieren würde, ob ich nicht irgendwo auch den rechten Weg gehe und mir vielleicht nur das ein oder andere, hier steht es Pick One or More, von den Angeboten, die DayZ zur Verfügung stellt, nutzt. Ne? Wo ich sage, so, hey, ich will eigentlich nur diesen Market und die Vehicles und die Hubschrauber interessieren mich nicht und ich möchte auch mein eigenes Admin-Tool verwenden, dann wäre so der rechte Weg ganz sinnvoll. Und man sieht ja hier entweder oder, also man kann alle drei nehmen und das ist ja hier in dem Bundle auch mit drin. Core braucht man dafür aber auf jeden Fall. Ja. Und kann dann hier, wenn man zum Beispiel Vehicles möchte, also mit den Hubschraubern, mit den Expansion-Hubschraubern, dann brauchen wir auch Expansion-Licensed. Ja. Das wäre jetzt hier, wenn ich jetzt wirklich nur... Also wirklich nur den Market installieren würde, dann bräuchte ich einmal Community Framework, Debs Framework. Ich würde DayZ Xpension Core, also den Kern quasi, installieren und dann nur den Market. Ja, und hätte damit 1, 2, 3, 4 Mods insgesamt meinen Market und den habe ich gesehen und bin mega gespannt. Der soll dynamisch als auch mit fixen Angeboten vertreten sein. Und ich hoffe, dass wir uns den heute noch angucken. Aber damit ich einfach mal alles testen kann, habe ich mich jetzt hier für dieses Tutorial einmal für das komplette Bundle entschieden. Wie komme ich hier zu dieser Ansicht? Ganz einfach, ich gehe nochmal hier zurück. Ich habe erstmal im Workshop, ihr kennt es noch, habe ich nach DayZ Xpension gesucht. Ihr müsst auf die Schreibweise achten. Also DayZ minus mit kleinem Z Xpension. Kriegt Steam nicht geschissen, warum auch immer. Es braucht tatsächlich hier diese richtige Schreibweise und dann zack, komme ich hier ans Angebot. Also das große Z nicht vergessen, DayZ groß anfangend und Xpension auch und dazwischen ein Bindestrich. Dann kommt ihr hier an das Angebot. So, wir müssen ja noch einiges mehr machen. Das einmal gut durchlesen. Hier wird einfach viel beschrieben, was beinhaltet ist. Und dann einmal die Installation und auf diesen Link bin ich drauf gegangen und bin dann hier drauf gekommen und hier dürfte ich weiter, genau, Installing the Mission Files. Ja, also ich habe euch letztes Mal ja gezeigt, ich gehe gerne mal in Visual Studio, wir haben ja den Ordner MP Missions. Und jede Karte ist quasi eine Mission. Ja, das rührt alles noch aus Arma.
Und hier hat man letztes Mal ja die Daisy Offline.Chernarus Plus genutzt und dort enthalten ist auch die Datenbank. Hier war man letztes Mal in den Types XML und jetzt brauche ich noch eine neue Mission und zwar die von Daisy Expansion. Das ist ganz wichtig, ja. Ihr müsst darauf achten. Ja. Okay, zurück zu Steam und hier haben wir einmal einen Link und da sind wir schon. Und zwar siehst du, oh, ich habe dies letzte Mal runtergeladen. Und hier sieht man schon, okay, das ist ganz hilfreich, das ist ganz gut. Also wir haben heute den 28.09. Morgen soll Daisy 1.14 rauskommen. Und ich hätte gesagt, okay, 1.14. Weißt du was, wir probieren es mal, ob ich es denn installieren könnte ohne 1.14. Aber ich glaube, dann gehe ich auf die Nase. Also machen wir es hierfür einmal safe mit dieser Version. Und alle die, die jetzt nach dem Update 1.14, also ab morgen, ich denke mal Mittag, Abend, dann bitte hier diese obere neue Version verwenden. So, runtergeladen habe ich mir das alles schon mal. Windows-Taste D komme ich auf meinen Desktop. Und das ist quasi die ZIP-Datei. Ihr seht es 1.62, 1T, 1.03R, was auch immer es zu bedeuten hat. Und ich sage einfach mal hier entpacken. Und jetzt müssen wir uns natürlich einmal die richtige Map raussuchen. Also wir wollen auf Chernarus spielen. Chernarus oder Chernarus, wie auch immer. Und hier sieht man also die COM-Version. Das ist letztendlich eine, wenn ihr wirklich hier so ein Offline-Tool oder so. Also nehmt das mal außen vor. Auch wenn wir jetzt einen Offline-Server haben. Also einen, nein, nicht einen, wir haben keinen Offline-Server, wir haben einen lokalen Server. Der ist 1:1 von dem Aufbau, als wenn ihr auf einer VM oder auf einem Root-Server das installiert. Also, ihr müsst immer das so installieren, als wärt ihr auf einem tatsächlichen Server. Clune hat man eine bessere Beleuchtung und Plus wäre das gleiche, halt ohne diese Beleuchtungseffekte. Ich finde das mit dem Clune ganz cool. So, dann öffnen wir unseren Server. Ja. So, öffnen jetzt MP Mission. Hier sehen wir unsere Map und wir fügen diese. Die kann ich jetzt rüberziehen, das ist egal. So, fügen das hinzu. Das ist der Step 1. Genau, so kann man schon mal vorgehen. Jetzt haben wir zumindest die Map. Jetzt gehen wir peu à peu durch. Als zweiten Step würde ich Folgendes vorschlagen. Hier brauche ich einmal den Ordnername. Ich drücke hier auf F2 drauf. Steuerung C, ich kopiere ihn mir raus und ich öffne dann die Server-Config. Und zwar hat man hier unten Class Missions und dann sagt er, was für ein Template soll es dann sein. Und dies ersetzen wir jetzt hier mit unserem neuen Ordner. Achtet bitte auf Rechtschreibfehler. Also das muss exakt der gleiche Ordnername sein, deswegen diesen Trick mit dem F2. Da könnt ihr eigentlich nie was verkehrt machen. So, Steuerung S, wir speichern uns das, ganz wichtig. So, jetzt gehen wir mal in die MP Missions und jetzt hat sich Folgendes getan. Also alle Änderungen, die wir das letzte Mal in den Types gemacht haben, hier, die gibt es jetzt erstmal hier natürlich nicht. Und das belassen wir auch zum Anfang so. Ich weiß gar nicht, ich meine, Expansion hätte auch ein eigenes Code-Lock. Wir testen es und wenn, können wir das ja natürlich easygoing kopieren, also von meiner neuen oder von der alten Types XML. Ja, achtet immer drauf, hier oben ist der Pfad dieser Datei, die ich jetzt öffne. Seht ihr das? Okay, das ist der Hauptpfad, aber hier wird dir dann auch angezeigt, wo. Welche Types XML ist das denn? Und wenn ich jetzt einfach mal nach dem Start hier schaue, dann könnte ich mir quasi das hier und den Mustang, ups, wenn ich ihn verwenden wollte, könnte ich dann entsprechend rüber kopieren.
Ja, und zwar in unsere neue Map. Ja. Auch die Datenbank, die erzeugt wurde, also die Spielerdatenbank oder der Loot etc., da fangen wir komplett bei Null an, denn jede Map hat ihre eigene Storage, ihre eigene Datenbank. Ihr seht, dass der hier noch gar nicht erstellt worden ist und beim ersten initialen Start des Servers wird hier dann auch ein Storage-Ordner aufzufinden sein. Der wird dann erstellt automatisch. Ja? Okay. Was müssen wir als Step 2 machen? Und zwar, was ich nur empfehlen kann, wir haben jetzt hier einmal aus diesem Git-Repository, aus dem GitHub, einmal die Maps geladen, die verschiedenen Maps, die es gibt. Die Gennaros Gloom Map haben wir einmal installiert. Wir haben genau dies gemacht. Und irgendwo gibt es, ich weiß nicht, wo es ist, das Wiki hier genau. Hier gibt es ein Wiki. Genau. Das ist auch ganz wichtig. Das kann man sich merken. Hier wird quasi alles beschrieben. Und hier steht auch irgendwo etwas über die Installation. Wo haben wir es denn? Setting up, ne, Setup. Warte mal, Server Hosting, Server Settings. So. Gucken wir mal, was wir hier finden. Okay, das war es jetzt nicht wirklich. How to set up Server with Expansion. Ah, okay, hier haben wir nochmal unsere Dings, was mir. Ah, genau, hier, das ist das, was ich wollte. Und zwar, ich würde jetzt auch die Reihenfolge der Mods so beherzigen, wie es hier steht. Wobei, ach, dieses, guck mal, haben sie nicht aktualisiert. Dieses Depth Framework ist auch nicht drin. Okay, dann nutzen wir einfach unseren eigenen Kopf, denn was wir jetzt machen wollen, ist ja hier in der Run-But, ja, einmal das, was wir schon haben. Wir nehmen es einfach mal raus. Die Mod-Ordner als solches und auch die Keys, die tun nicht weh, die können wir ruhig belassen. Und öffnen jetzt mal oder beziehungsweise installieren jetzt die Mods, die wir brauchen. So, dafür gehen wir mal einmal. Hier sind wir auf unserem Server. Ja, ihr kennt das Gezeter. Gezeter, nein, wie sagt man dieses? Mein Gott, fällt es mir schon wieder nicht ein. Es ist manchmal auch nicht einfach. So, Workshop. Was haben wir gesagt? Community Online Tool. Dieses. So, denkt dran, ihr müsst kopieren und nicht rüberziehen. Steuerung V. So, check, haben wir das. Dann haben wir das Dapps Framework. Und ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich selber gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe jetzt bestimmt anderthalb Jahre oder ja, es ist mindestens her, als ich das letzte Mal Expansion installiert hatte. Und von daher, so, dann haben wir gesagt, wir brauchen das Bundle. Okay, ist schon ein bisschen was größer. Dann lass uns doch noch mal auf diese Zeichnung gehen. Also wir haben Community Framework, Dapps Framework, wir haben das Online Tools. Ah, das License. Die License braucht man auch noch. Daisy License. Steuerung Copy, Steuerung V. So, dann öffnen wir einfach unseren Keys-Ordner. Und das dürfte für Expansion, wenn sie es clever gemacht haben, eigentlich immer der gleiche sein. Der gleiche Key. Ja. Dann Community Online Tools. Bin gerade blind. Da. Keys. Copy. Okay, den haben wir schon mal. Und zwar durch VPP. Oh, der das. Ah, nee, Quatsch. Der hat das Community Framework. Genau, dieser Jacob Mango ist auch ein bekannter Modder. Sehr lange dabei. Und dieses Dapps Framework.
Framework. Copy V. So, jetzt lass uns noch mal gucken, ob man nichts vergessen hat. Mustang lassen wir erstmal weg. CF Armor. Da habe ich den Key reingepastet beim DAPS, Expansion Bundle, License, VPP Admin Tool braucht man erstmal nicht. Gut, good to go. Dann, wenn wir das haben, also wir haben die Mods einmal installiert sozusagen, also auf den Server kopiert. Wir haben die Keys zu jeder Mod installiert oder kopiert. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch in unser Visual Studio. Und ich würde sagen, die Frameworks lade ich in der Regel immer als erstes. Also Community Framework. Dann hätte ich gesagt, das Admin Tool als nächstes. Wenn wir das haben, nehmen wir das Licensed. Ich denke mal, die Lizenzen, die müssen zuerst vorliegen, bevor der Rest geladen wird. So kann ich es mir gut vorstellen. Und ganz zum Schluss das Bundle, und zwar den Rest der Geschichte. So, und jetzt können wir schon eigentlich mal Daumen drücken und könnten den Server starten. Ging das jetzt so schnell alles? Ja, perfekt. Okay, ich würde sagen, Mut zur Lücke. Wir starten die Kiste. Wir haben in der, genau, in der Server-Daisy-Config, denkt wie gesagt daran, das ist diese hier, auch natürlich die neue Missions, also die neue Mission oder die neue Map hier zu deklarieren. Ja, ganz, ganz wichtig. Okay, aber jetzt Run Bud. Gucken wir uns mal an. Also wenn er über Lademission schon einmal drüber geht, ist es meistens ein gutes. Oh ja, jawohl, sehr schön. Okay, das heißt Steuerung D, Windows-Taste D auf den Desktop. Wir starten DAISY. Apropos DAISY, ich zeige euch das mal. Ich habe zwei eigene Server, und zwar einmal den Leggerbissen bei Leckschnitte. Das ist ein 100%iger Vanilla-Server auf die Eisel. Die Eisel. Und dann haben wir einmal, oh, wieso wird der gar nicht angezeigt? Hier haben wir sie. Die Leckmuschel bei Leckschnitte. Das ist auf Shannaros. Der wird noch bearbeitet. Da sind Mutanten drauf. Da sind Weapon-Mods und Klamotten-Mods drauf. Aber da werden wir auch noch mal rangehen. Der kam leider nicht ganz so gut an. Und ist bis dato die letzten, ja, ich glaube, 6 Wochen wirklich kaum besucht. Der Leckerbissen, der kommt so langsam. Also wenn ihr Lust habt, gebt einfach Leckschnitte hier unter Community einmal ein. Und dann könnt ihr auch gerne auf unseren Server joinen oder auf meinen Server. Beziehungsweise ich mache das mit dem Indie, meinem alten Wegbegleiter, zusammen. Und der unterstützt mich natürlich, denn so ein Server, gerade wenn man die Leckmuschel, die wollen wir ja einmal nochmal neu gestalten, ein neues Serverkonzept ausdenken. Aber dazu gibt es dann auch noch News, und das kriegt man meistens alleine gar nicht hin. Es sei denn, man rechnet viel Zeit ein. Aber okay, lange gequakt über die Leckschnitte. Jetzt gehen wir mal auf unseren, ich bin echt aufgeregt hier, auf unseren neuen Expansion Server, ob denn alles so läuft. Denn ich möchte natürlich den Trader, und ich hoffe, dass der schon vorkonfiguriert ist. Den gibt es ja zweimal, einmal auf Green Hill und dann irgendwo rechts. Ich vergesse diesen Namen immer, wie diese Ortschaft heißt. Oder ich glaube, steht so eine alte Kirche. Okay. Oh, der Pfeil läuft unten schnell, das ist nicht gut. Oder? Super. Hey, also wenn man so weit gekommen ist, ist meistens ein positives Gefühl, dass der Server auch tatsächlich komplett durchstartet.
Meistens ist es so. Wir warten ab. Ich spule es mal extra nicht vor. Achso, ich kann ja vielleicht noch erwähnen, ich habe auch einen Discord gegründet. Den Link findet ihr natürlich ganz unten dann in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen zu diesen Tutorials habt oder auch mal selbst Fragen oder Probleme mit eurem Server, könnt ihr gerne der Community beitreten. Und wie es mir die Zeit zulässt, helfe ich auch gerne mal via Screenshare. Das heißt, ihr teilt mir euren Bildschirm und schildert mir das Problem und ich versuche euch dann zu helfen. In der Regel klappt das. So, cool. Wir haben einmal unseren. Wo wollen wir denn starten? Ist eigentlich egal. Ich glaube, Berenzino. Spawn. Wow. Das ist gut. Also, unser Server läuft. Was wir jetzt natürlich nicht haben, wir haben noch kein Admin-Tool. Ja, aber wir haben schon eine. Oh, haben sie auch neu gemacht. Schön gemacht. Eine neue Karte. Was haben sie denn da? Traders am Krasno Airfield, okay. Ach ja, genau, der war ja. Die haben ja eh einen eigenen Trader. Trader in Kamenka. Shitten, da hätte ich doch in Kamenka. Naja, gut. Wir gucken jetzt, dass wir das Admin-Tool zu laufen bekommen. Ich würde vorschlagen, ich starte den Server, beziehungsweise ich gehe einmal raus und zeige euch das. Und dann. Oh, haben sie auch schön. Toll, ich freue mich. Super. Mal gucken. So, jetzt müsste er mir einmal unter Chenaros plus Clume. Hier seht ihr, das Storage Folder hat er angelegt. Check, das läuft auch. So, dann müssen wir in unseren Profiles. Und jetzt müsste unter Community Online Tool. Teleports, Webhooks. Wo kann ich mich denn da jetzt als. Ich glaube, das ist hier drunter, genau. Permissions. Ah ja, so war das, genau. Passat. Wir haben die Players, das bin ich. Und dem muss ich einfach nur sagen, ich bin Admin. Genau so war das. Statt, was war vorher? Everyone Admin. Ich meine, ich habe das Tool sehr lange benutzt, also so müsste es eigentlich sein. Und je mehr Spieler sich connecten, umso mehrere Dateien, diese JSON-Dateien, da gehen wir auch nochmal gesondert drauf. Das ist eine eigene Notation hier, diese JSONs, die findet ihr aber gerade bei der Expansion sehr häufig. Oder in ja, den einzelnen Mods-Ordnern, also hier unter den Profiles, wo man dann noch Einstellungen vornehmen kann. Ja. Roles, Admin-Text. Okay, everyone text, these, permissions hatte ich da auch dann. Okay, ich würde sagen, ich glaube, so wäre mal good to go. Denn jetzt will ich ja mal ein bisschen um die Karte hopsen und will mal meinen Trader, beziehungsweise kann ich denn eigentlich schon? Habe ich denn schon Trader Settings? Expansion Mod. Aha. Market. Oh ja, ah, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Oh ja, okay, das lassen wir mal alles default. Ich starte den Server einmal neu und wenn ich wieder auf der Map bin, dann melde ich mich zurück. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ich guck mal, ob das Admin-Tool funktioniert. Warte mal. Unter Optionen. Was haben wir denn da? Oh, Earplugs sind direkt installiert. Das ist auch cool. Cool. Steuerung, Tastaturbelegung da. Enable, Disable ist Ende. Und Open, Close ist das Z. Okay. Also Ende. Ha! Und Z. Jawohl. Das ist sehr nice. Das heißt. Das ist jetzt hier das Admin-Tool und habt ihr das eben mit der Beleuchtung schon gesehen? Ah, da oben, der Leuchtturm. Cool.
Ist das sonst auch oder ist das jetzt nur auf Expansion? Ich glaube, da seid ihr die größeren Fachmänner, aber ich finde es schon mal, boah, episch. Geilomat. So, was wir jetzt erstmal machen, dass man einmal das Wetter anpasst. Und zwar nehmen wir uns einfach mal auf 8 Uhr und schön Wind und Dings mal zurück. So, tipptopp. Okay, jetzt brauchen wir die Map. Und zwar sind wir hier und ich möchte mich ja einmal nach Green Hill porten. So, und jetzt seht ihr schon wieder, mit was für ihren Daisy-Nubi ihr es zu tun habt. Nie finde ich diesen scheiß Green Hill auf der Karte. Es ist zum Zurückwerden. Warte mal, vielleicht gibt es aber auch einen Teleport, genau. Na, wenn man nicht weiter weiß. In die eine Richtung muss man in die andere Richtung gehen. A, B, C, D, E, F, G. Green Mountain, das wird sein, ja. Achso, auswählen. Teleport Selected Player. Okay, bin ich nicht geselected? Warte mal. Achso. Das ist ja schon wieder länger her, als ich das letzte Mal hier in diesem. Dann sind hier auch noch ein paar Expansion-Sachen dazugekommen. Wo ist denn mein Player Management? Da. Okay, ich muss mich also anwählen zum einen. Und jetzt werde ich portiert. Oh, du hast die Safe Zone betreten. Jawohl, habe ich. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, ob hier schon was steht. Nö, irgendwie noch nicht. Schade. Oder ist hier drinne? Sonst gucken wir mal auf Krasno. Okay, ich hätte jetzt gedacht, die hätten schon einen vorgefertigten Trader. Warte mal, wie konnte ich denn nochmal fliegen? So, genau. Oder die haben einfach nur umgelegt. Nee. Okay. Dann würde ich sagen, hüpfen wir mal nach Krasno. Da weiß ich, wo es ist. Da. Und zwar ist der Trader ja hier irgendwo. Und wir dürften auch direkt. Okay, also. Was ihr jetzt auch direkt schon mitbekommt, ich schneide das Gott sei Dank für euch raus. Ihr müsst den Server zu Anfang mehrmals neu starten und immer wieder drauf connecten. Es kann gut sein, dass der Trader in den Settings einfach noch nicht aktiviert ist. Also, einmal verlassen. Darum ging es mir jetzt erstmal, dass ich mir da schon mal einen Überblick verschaffen kann und euch das auch mal zeigen kann. Wurde beendet. Achso, da kann ich ihn starten. Nee, will ich ja nicht. Kann ich mein eigenes Skript nicht mehr. Okay, so. Visual Studio. Core. Visual Studio Code, so, nicht Core. Wo haben wir denn? Expansion Mod, Settings. General Settings. Enable Global Chat, Party Chat, ja. Enable Transport. Grave Cross, das wäre, wenn du getötet wirst, dass dann nur noch ein Kreuz dann da mit deinen Sachen ist. Mapping. Enable Lamps, ja, Generate Lighthouse. Autorun, okay. Newsfeed. Okay. Steht aber nichts über einen Trader. Dann, also Sie nennen das ja Market Settings.
Market System Enabled. Network Categories, Market Ammo Boxes. Land Spawn Position. Irgendwie ist doch da alles schon für vorgesehen, ne? Market Menu. Ich bin gerade etwas überfragt, aber ich habe bewusst mich nicht vorher schlau gemacht, denn um euch auch mal in die Situation zu bringen, wie ich dann Fehler angehe. Also jetzt merke ich ja, oh, das läuft nicht und ich muss mir selbst helfen. Also ich werde einen Teufel tun und jetzt irgendwo in einen Chat oder so reinschreiben, mein Trader erscheint nicht, was soll ich tun? Nee, man soll erstmal selbst schauen, dass man klarkommt. Und in erster Linie können wir hier unser Wiki nutzen. Display, Trader, Currencies, Items. Please take a look. Setup Guide for the Trader Entities and NPCs. Ah, okay. To enable loading of Trader and Entities, use an expansion mission and set load Trader NPCs to true in your expansion. Map Name, init C. Aha. Dann gucken wir mal nach. Also er sagt, ich soll hier in der MP Missions. Wo sind wir denn da? Da. In Gloom. Und zwar in der Init C. Achso, Load. Okay, das sagt ja alles. True. Und auch True. Und ich glaube, das war's schon. Guck an, so habt ihr schon die Lösung, hoffe ich, müsste so sein. Wir übernehmen es erstmal so. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, ist alles dunkel. Und jedes Mal, wenn ich den Server neu starte, wundert ihr euch, ey, ich habe es da vorhin Tell gemacht. Woran liegt es denn? Das gucken wir uns gleich in der Config-Datei an. Also da, wo wir auch das Mission-Folder angegeben haben. Denn dort steht, dass er immer quasi hier die lokale Uhrzeit beim Start nehmen soll. Und was dort auch steht, dass ja, letztendlich die Nacht so lange dauert wie hier die Nacht und der Tag wie der Tag bei euch 24 Stunden ist. Und gerade im Winter kann es sehr deprimierend sein, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, willst eine Runde Daisy daddeln und bis den ganzen Abend stehst du hier im Dunkeln. Wie das zu ändern geht, das gehen wir natürlich auch noch durch. Ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Viele wissen das nicht, aber was ich schon sehe oder auch gesehen habe, cool, unsere Trader. Oh, nice guys. Handel, Sprühflaschenhändler. Aha, Spraydosen. Ach, cool. Ach ja, da kann ich, cool. Da kann ich ja die Autos ansprühen. Oder Medic. Merlin, Wotnik, okay, den Bus, genau, den gibt es ja auch bei Daisy. Hier ist der Rolf, oh, das haben sie auch schön gemacht. Handel, Rolf, Fahrzeughändler. Hey, ich muss ehrlich sagen, alter Schwede, mir gefällt das richtig gut. 20.840. Mit Zubehör kaufen, ja. Stock hat er 5, also im Lager. Genau, und das ist mir ganz wichtig. Ich würde generell auch dann anstreben, einen dynamischen Händler, also das, was reinkommt, auch nur das kann er dann verkaufen mit so einem Anfangsstock, ne? Also ein Warenhaus muss ja erstmalig gefüllt sein. Und
wenn der jetzt fünfmal gekauft wurde und keiner verkauft, dann ist er halt out of stock und kann dann nicht gekauft werden. So ist eigentlich mein Plan. Ich sehe den Wotnik. Alter, also ich muss wirklich sagen, ich habe sehr, sehr lange kein Expansion mehr gespielt und ich bin jetzt schon sehr begeistert und hoffe, dass auch die Performance entsprechend sich verbessert hat. Denn das war auch damals von uns ein Kriterium, dann wirklich Expansion wieder zu deinstallieren. Und auch die Geschichte, wenn Updates kommen, das war auch nicht immer ganz trivial, wie man da vorzugehen hat. Also das kann auch für einen Anfänger dann etwas überfordernd sein. Mir war es der zeitliche Aufwand dann auch immer so ein bisschen, fand ich krass. Aber was man auch dazu sagen muss, wir haben von Anfang an, also wir haben jetzt 5 Mods, glaube ich, installiert und haben eine ganze Menge dabei. Wir haben Earplugs, wir haben Autoschlüssel, wir haben ein paar mehr Autos als Default. Jetzt haben wir schon gesehen, diese Sprühdosen. Ich weiß, dass wir mehr Waffen haben, also ich glaube 5 oder 6 andere neue Waffen. Und diesen fantastisch aussehenden Trader. Also ich bin echt begeistert. Muss ich wirklich sagen. Jetzt gucken wir mal, wie diese Filter-Options... Ah, okay, sellable. Das wäre, wenn ich etwas habe, meine ich, ne? Suche, ich sag mal, Olga. Achso, okay, da muss ich... Gut, das funktioniert nicht so gut. Kann aber auch einfach an mir liegen. Achso, richtig, warte mal, ich probiere es nochmal. Okay, der Filter funktioniert, aber er droppt es mir halt nicht ganz auf. Okay, das ist, finde ich, in Ordnung. Damit kann man leben. Ich sehe alles, was ich zu dieser Olga brauche und sehe die eine Olga, die er im Angebot hat, in weiß. Das finde ich absolut cool. Wäre cool, wenn man hier noch so ein X geben würde. Weiß nicht, wenn vielleicht der ein oder andere Expansion-Entwickler oder Modder oder Entwickler das sich anschaut. Also das wäre ein Feature. Ich glaube, wäre cool, wenn man hier noch so einen X-Button hätte. Aber an sich habe ich erstmal nichts zu mäkeln. Lass uns mal die anderen Trailer angucken. Da hinten haben wir auch noch einen. Was machst du denn hier? Die Naomi, Fahrzeugteilehändler. Okay, also sie hat dann wirklich nur, wenn ich keine Autos, ist nochmal so ein bisschen gesplittet. Gut, ja, kann man machen. Muss man nicht, weil der hat ja doch auch hier die ganzen Fahrzeugteile, ne? Ja. Aber warum nicht, wenn man es kann, ne? So, jetzt. Ah, das ist ja auch schön. Und ich glaube, man kann das sogar anziehen. Armbänder. Oh, ich habe Hunger. Chilis. So, und jetzt. Ah, okay. Seht ihr? Wird direkt gezeigt, wie es ausschaut. Mega cool. Das gefällt mir alles bis jetzt richtig, richtig gut. Röcke, T-Shirts. Hier der heiße Scheiß der Society. Bei Kampfanzugjacke. Okay. Ne, und wie gesagt, wenn man natürlich dann noch seine eigene Klamottenmod installiert, muss man dann die Trader erweitern. Also da geht dann kein Weg dran vorbei. Und dann fängt doch in der Regel die Arbeit an. So, siehst du, Codelock haben sie da. Brauche ich also gar nicht zu installieren, die Mod. Wieder eine Mod gespart. Also das finde ich schon sehr, sehr schön. Dann haben sie hier... Ach ja, diese Saves, genau. Sehr geil. Vorräte. Gegerbtes Leder, Bretter zum Bauen. Ich meine auch, dass das Base Building auch ein eigenes wäre. Also, dass man nicht nur so Vanilla Base Building kann. Oder man kann es zumindest auch in den Settings steuern. Ob man das aktiviert, das, was hier schon beinhaltet ist. Ah, hier sind die schweren Jungs. Zu euch wollte ich, genau. Hör mal. Visiere. Geil. Also ich muss wirklich sagen, ich bin mega beeindruckt von diesem Trailer. Oh, und ich habe 30.000 Startkapital. Das heißt, ich könnte jetzt das kaufen.
Achso, nee, das ist jetzt die Menge. Ah, okay. Plus, minus. Super, okay. Kaufen. Ja. Geilomat. So, Gewehre. M1A. Ach, ist echt geil. Das ist richtig gut. Schön mit Bilderchen dabei. Hört ihr das? Oh, das dürfte ein Airdrop sein. Ja, aber guck mal, du bist ja passend hier ins Video geflogen. Perfekto. Komm, wir gucken es uns mal an. Auf den Flügel stellen, so ein bisschen Maya hi, Maya ho, sing, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt habe ich erstmal Hunger. Hier, mal so was Einfaches. Kaufen, ja. Achso, siehst du, hier doch direkt zwei nehmen können. Okay, das funktioniert ja fabelhaft. Wobei mir eigentlich in der Safe Zone nichts passieren dürfte. Gut, dann gucken wir uns noch ein bisschen hier am Trader um. Ich würde sagen, ihr habt gesehen, das geht mega schnell zu installieren. Genau, ihr wisst, wie ihr den Trader aktiviert. Achso, genau, wir können uns auch dann gleich nochmal den... das ist ein Goldbarren. Aha. Cool. Und ein Goldnugget. Mein Gott, ich bin reich. Und ein Silberbarren. Alter Falter. Das ist eine Grundausrüstung hier. Und hier haben sie es offen gelassen, aber ich glaube, hier gibt es ja nichts mehr, ne? Genau, nichtsdestotrotz, wenn ihr schon mal so weit seid wie ich, habt ihr eine Menge zu erkunden. Ihr könnt, also wenn ihr M drückt, ne? Hier die Aircrafts, Balota, Boats, Traders in Kamenka. Ich weiß, sie hatten früher mal hier unten irgendwo auch noch einen Trader. Den gibt es aber soweit nicht mehr. Was ich mir jetzt gerne nochmal angucken würde, wäre der Trader auf dem Casino Airfield. Und da jumpt man jetzt einmal hin. So, Z. Map. Also, erster Eindruck ist mega positiv. Hier bei mir lokal auch jetzt wirklich sehr, sehr flüssig. Ich habe auch einen recht performanten Rechner. Oh ja, schön. Vehicle Spawn Zone. Auch cool gemacht. Schon hier mit den Schildern. Jo. Du, ganz ehrlich, das würde ich auch default so lassen, ja? Das kann man ruhig so lassen. Da braucht man gar nicht seinen eigenen Trader zu bauen. Die Zeit kann man sich erstmal sparen. Das, was die hier schon anbieten, ist eine ganze Menge. Hier, guck mal. Und hübsch gemacht. Liebevoll im Detail. Würde ich so direkt unterstreichen. Abzeichnen. Unterzeichnen. So. Und würde den auch direkt so laufen lassen. Das finde ich halt mega. Also der Trader an sich, der ist wirklich richtig hübsch. Ich denke, was wir uns vielleicht im nächsten Video nochmal angucken, dass wir hier nochmal eine Folge an Expansion dranhängen. Es ist wirklich auch in eigener Interesse. Also mich hat es wirklich selbst stark interessiert und ich habe mir es bis aufs Video angespart und habe mir vorher so wenig Infos als möglich gezogen, um euch das wirklich einmal so zu installieren, dass ich erstmal mich auch zurechtfinden musste. Das ein oder andere habe ich natürlich schon mal geschaut, welche Mods gibt es jetzt insgesamt etc. Diese Übersichtstafel, also ich habe mich schon dann auch für dieses Bundle entschieden, ne? Aber ansonsten habe ich vorher nichts gemacht, außer die Dateien runtergeladen, aber ihr habt ja selber gesehen, die musste ich noch zippen oder entzippen. Und bin hellauf begeistert. Und wenn ihr soweit seid,
dann würde ich sagen, könnt ihr schon eine ganze Menge tun. Und denkt dran, wenn ihr die Mission runterladet, ne, morgen ist das 1.14 Update und das werde ich dann auch nochmal installieren. Wenn ich da irgendwas Wichtiges erkenne, was ihr wissen müsst, schreibe ich es mir auf und erzähle es dann im nächsten Video. Aber ich gehe davon aus, dann ist schon die 1.14 draußen. Wir freuen uns alle, also ich mich tierisch. Ich finde, die haben ganz gute Neuerungen mit reingebracht. Und hier, was Expansion angeht, also mein erster Gedanke ist wirklich, wow, cool, gefällt mir super. Mit ein paar Mods habe ich doch schon so viel, was ich nutzen kann. Wir können es ja uns vielleicht noch einmal anschauen. Die Zeit nehmen wir uns noch. Also, wir haben gesehen, hier, hat Einstellungen. Wo war das denn mit den... Achso, das Buchmenü, das gibt es ja auch, genau. GPS. Wo hatte ich das denn vorhin gesehen mit dem... mit den Earplugs? Das war doch hier, oder? Da konnte ich doch so einen Balken einstellen. Ah, Earplug-Level, genau. Okay, anwenden. Und jetzt ist nur die Frage, auch wieder mit N? Nee, mit E? Nee, das macht ja keinen Sinn. Zum Läden brauche ich das. Okay, da müsst ihr selber auch mal rumexperimentieren. Das kriegt ihr bestimmt hin. Ansonsten viel Spaß bei meinem Tutorial, das einmal nachzumachen und natürlich viel Spaß beim Erkunden der coolen Features von der Expansion Mod. Ich bin die Leckschnitte, bleibt gesund und wir hören und sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao!